Thema ist Schule im Wandel der Zeit. Elisabeth, Victoria und ich haben uns mit der Schulzeit unserer Großeltern beschäftigt. Wir haben unsere Verwandten interviewt und befragt. Und uns ist aufgefallen, dass sich einiges geändert hat. Wie sich das früher abgespielt hat und das heute aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Der Lehrer betritt die Klasse und alle müssen auf ihren Plätzen sein. War das nicht der Fall, so wurden sie in die Ecke gestellt oder es gab Ohrfeigen. Im schlimmsten Fall mussten sie sogar in der Schule bleiben, was der ein oder andere aber sicher genoss, da zu Hause nur Arbeit auf ihn wartete. Die Schüler müssen immer gerade sitzen, leise sein, die Augen auf die Tafel richten und sauber mitschreiben. Denn die Hefte wurden nach jeder Stunde abgesammelt und kontrolliert. Häufig wurden zu schwere Aufgaben an die Schüler gestellt. Aber wehe, es herrschte währenddessen Unaufmerksamkeit, wie Gelächter oder gar Unterhaltungen mit dem Banknachbar. Manche Schüler konnten den Lehrer mit einem Jausenbrot bestechen. Aber wenn es ein gemeiner Lehrer war, schlug er sie trotzdem mit dem Zeigestab auf die Finger, wie einst Klosterschwester Beate aus Piesendorf im Pinzgau. Meine Tante hatte diese garstige Frau als Lehrerin und sie hat mir erzählt, dass damals alle, sogar die Jungen, Angst vor ihr hatten. Daher war Nägelbeißen und Bettnässen Standard. Denn Schwester Beate holte bei jeder Kleinigkeit ihren Zeigestab heraus und schlug den Schülern mit voller Wucht auf die Finger. Aber irgendwann hat das Leid sein Ende und die Zeiten ändern sich. So manche Schüler und Schülerinnen der neuen Generation verhalten sich respektlos den Lehrern gegenüber. Es kommt nicht selten vor, dass diese während des Unterrichts telefonieren, zocken oder sogar peinliche Fotos von Lehrern und Schülern schießen und diese danach ins Netz stellen. Moralpredigten seitens der Lehrkräfte werden gerne ignoriert, belächelt und nicht ernst genommen. Wiederholen sich solche Zwischenfälle, kommt der Trainingsraum zum Einsatz. Auf Anweisung der Lehrperson wird der Störer zum Trainingsraum geschickt. Dort hat er unter Aufsicht eines weiteren Lehrers einen Fragebogen zum Vorfall zu bearbeiten. Ab dem dritten Trainingsraumbesuch werden die Eltern kontaktiert. Doch den ein oder anderen Störer schreckt auch dies nicht ab. Er weigert sich am Unterricht aktiv teilzunehmen.
Das Schießen von Papierkugeln gehört nahezu zum Alltag der Schüler. Da kann es schon einmal passieren, dass die ein oder andere Kugel die Lehrperson trifft. Gruppenarbeiten sowie Diskussionsrunden stehen wöchentlich auf dem Programm. Doch die hartnäckigen Schulverweigerer sind auch dadurch nicht zum Arbeiten zu motivieren. Und welche Lösung gibt es da? Ach ja, unsere Bildungsministerin hat sie gefunden. Die NMS. Die neue Mittelschule macht alles neu. Alles besser und alles perfekter. Na dann. Viel Spaß für die kommende Generation. Die Schule mit Mathe der Zeit. Wir haben uns in dieser Gruppe und die Kollegen Schieger.